Lange nicht gesehen, jetzt wieder beim Boxen. Ja, 6 Jahre her. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, danke auch. Ja, das freut mich. Ja. Und ja, Kampf steht an morgen. Genau. Morgen steht der Kampf an, wird mein nächster Kampf. Davor haben wir gegen Arai geboxt, nach 6 Jahren Pause. War ein guter Kampf, zwar haben wir leider verloren, aber jetzt sind wir zurück mit einem guten Gegner. Mit dem Francesco Lazzi aus Italien. Und ja, wir haben uns gut vorbereitet, haben einen neuen Trainer, den Kai Huste. Und hatten eine wunderbare Vorbereitung, 2 Monate lang. Und jetzt bin ich topfit für 6 Runden. Und ja. Warum hast du dich entschieden, jetzt noch zurückzukehren? Ich habe mich nicht dafür entschieden. Ich war immer da bereit und wollte immer wieder zurück. Zwar gab es immer ein paar Probleme mit allen drum und dran, aber jetzt hat es geregelt und jetzt bin ich wieder dabei. Ja, der Kampf morgen, was kannst du dem Gegner sagen? Es ist ein erfahrener Mann. Er hat seine von 50 Kämpfen ist er auch nur einmal K.O. gegangen. Hat auch ein paar Niederlagen, ist schon ein bisschen älter. Ist ein erfahrener Mann und das ist jetzt für mich wieder so der Einstieg, dass ich nach oben will. Ja, und welche Ziele hast du jetzt? Ich will dieses Jahr erstmal wieder aufbauen. Nächstes Jahr wollen wir mal gucken, dass wir noch 1-2 Kämpfe machen und dann wieder um einen Titel boxen. Ja, du wohnst in Berlin? Genau. Genau. Und ja, Boxen in Falkensee, ja, macht Spaß hier? Ja, natürlich, es macht sehr Spaß hier. Ja. Das erste Mal, Promotion hat mich eingeladen und wir sind gerne hergekommen und machen gerne einen schönen Kampf hier. Ja, willst du auch bald mal in Berlin boxen wieder? Ja, natürlich. Wir haben jetzt überlegt, ob wir bei Fides boxen am 25.11. in Berlin in der Music Hall. Aber das wird sich noch entscheiden. Das müssen wir noch mal gucken. Also wird wahrscheinlich von diesem Kampf abhängen. Genau, genau. Wie der Kampf ausläuft und danach werden wir gucken, ob wir noch dieses Jahr noch einen Kampf machen oder nicht. Okay, und mit dem Training, wie sieht es da aus? Wie oft trainierst du es in der Woche? Ich war jeden Tag beim Training. Ich habe 3-4 Mal die Woche, 2 Mal am Tag trainiert. Hatte gute Sparringspartner beim TSC. Und habe mich super vorbereitet. Ich kann über gar nichts meckern und bin super vorbereitet. Also ich kann, mit gutem Gewissen gehe ich in diesen Kampf rein. Wie siehst du das, die Entwicklung von Boxen in Deutschland? Boah, die Entwicklung von Boxen in Deutschland, naja. Es kommt immer von Veranstaltung zu Veranstaltung auch. Aber es wird immer besser. Es wird immer besser, kann immer gut jetzt drüber reden. Letztes Mal bei P2M waren sehr gute Kämpfe. Jetzt bei Cook und Argon, sehr gute Fightcard. Und ich freue mich drauf. Es ist ja auch, sag ich mal, jetzt so zu kommen, dass einige Influencer gegen Boxer, Profiboxer. Ja, das finde ich lächerlich. Also ja? Das feiere ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist. Die verdienen da viel und die Boxer, die darunter leiden, die bekommen nicht so viel wie die anderen. Ja? Das finde ich auch nicht fair, dass sie das so krass promoten. Also du gehst eigentlich eher für die Entwicklung von Profiboxen aus. Genau, genau, wenn dann das. Ja. Damit haben wir ja auch eine gute Promotion mit P2M, Argon und Cook Promotion. Die sind ja die kommenden jetzt zur Zeit. Wie findest du die Fightcard hier? Die Fightcard finde ich super. Sehr gute Kämpfe dabei. Also zum Beispiel Eric Pfeiffer gegen Weltlich ist schon ein super Kampf. Super Veranstaltung, super Kämpfe. Das kann man überhaupt nicht sagen. Ich kann über die Fightcard gar nicht sagen. Ist, glaube ich, auch eine der besten Veranstaltungen dieses Jahres. Von der Fightcard her. Also wird spannend. Es wird sehr spannend. Sehr gespannt auf jeden Fall. Wird dein Kampf morgen übertragen? Ja, auf Fight24 wird er übertragen. Ich glaube, das kostet 10 Euro bei YouTube und dann kann man den Kampf sehen. Es wird ein spannender Kampf, ein schöner Kampf und ich habe mich gut vorbereitet, also seid gespannt.